KinoCast. Willkommen hier beim KinoCast. Hallihallo. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Heute mit alles mit Verzögerung. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Ja, Verzögerung. Na gut. Hallo Erik. Hallo, hallo. Ich grüße alle da draußen und euch natürlich. Wir haben Filme mitgebracht. Einige, wenn ich das so richtig sehe. Und auch Serien diesmal. Und zwar aus der Sneak Preview ein niegelnagelneuer Film aus deutschen Landen. Ein Horrorfilm namens Home Sweet Home. Deutscher Zusatztitel, wo das Böse wohnt. Wow. Den hatten wir in der Sneak Preview. Und dann besprechen wir auch noch die Filme aus dem Heimkino, nämlich Netflix. Ist ja eigentlich auch quasi eine Filmpremiere, die gerade erst erschienen ist dort, nämlich Die Schneegesellschaft. Da geht es um den, ich glaube, um den Absturz in den Anden, wenn ich mich recht erinnere, von dieser Rugby-Mannschaft. Oh, der Chris hat John Wick Kapitel 4 geschaut. Wow. Doch mal ein paar Stunden Zeit gehabt, oder was? Okay. Erkläre ich dir dann dabei. Okay, und vielleicht komme ich heute dazu, mal über die drei Musketiere D'Artagnan zu sprechen. Mal sehen. Ansonsten mache ich es nur ganz kurz. Denn wir haben da auch noch Serien, nämlich Electric Dreams. Und ich habe schon mal reingeschaut in Last Exit Schinkenstraße, den wir für die kommende Sendung von Fortsetzung folgt anschauen mussten. Und ob das eine Freude war oder eher nicht, das werdet ihr nachher gleich erfahren. Bevor wir aber anfangen, Erik, möchte ich allen Hörerinnen und Hörern noch ein frohes neues Jahr wünschen, weil es ist die erste Ausgabe. Stimmt. 2024. Das letzte war nämlich am 31. Deswegen Gesundheit und Freude und alles, was sie so brauchen. Genau, Gesundheit ist das Wichtigste. Glück ist auch immer wichtig. Ja. Glück und definiert jeder für sich. Ja, aber schon mal nicht schlecht, wenn man welches hat. Ja. Besser, als wenn man kein Glück hat. Oder Unglück sozusagen. Was für eine tolle Überleitung zu unserem Sneakfilm ist das denn? Unglück? Naja. Also, naja. Home Sweet Home. Ja, wenn du das einmal schon mir so aufdrückst, die Überleitung, dann mache ich doch mal. Home Sweet Home ist ein sogenannter One-Shot-Film. Wir haben es erst nach einer Weile gemerkt, dass es so ist. Als dann wirklich irgendwie gefühlt keine Schnitte waren. Und man wirklich mal drauf geachtet hat, ob da ein Schnitt kommt. Aber ich glaube, mindestens einen Schnitt habe ich bemerkt. Also es gab doch ein paar Tricks in dieser Produktion. Also wer mit One-Shot nichts anfangen kann, hier wird halt quasi die Kamera gestartet und es wird gedreht und es wird halt eben nicht geschnitten. Es gibt keine Szenenwechsel, kein Übergang irgendwie, sondern es ist halt wirklich hintereinander weg. Mit der Kamera werden Personen verfolgt, die Kamera bewegt sich, aber es wird halt nie geschnitten und irgendwo neu angesetzt. Und das ist halt eben dieser One-Shot-Horrorfilm namens Home Sweet Home, den wir in der Sneak Preview sehen durften. Die Hauptdarstellerin ist Nilam Farooq. Die dürften wir kennen, zum Beispiel aus Contra oder weiß nicht, ist ja gerade ein ziemlicher Shooting-Star in Deutschland. Dann spielt noch mit Justus von Donani. Der spielt ihren Schwiegervater und der ist auch Arzt. David Cross spielt ihren Ehemann. Die sind verheiratet, ne? Ja, ja genau, die wird ja von der Hochzeit erzählt. Ja. Die sind verheiratet. Genau, David Cross spielt ihren Ehemann. Und Nilam Farooq ist in den ersten Szenen auf dem Weg zu einem, ich würde mal sagen, so ein altes Bauerngehöft ist das, aber komplett neu ausgebaut, also alles tippitoppi gemacht und wir verfolgen sie dann, wie sie da mit ihren Einkäufen und sie hat eine ganz schöne Murmel dran, einen ganz schönen Babybauch, sie hat nur noch irgendwie 3 Wochen oder so und das geht ja dann langsam in die kritische Phase, wie wir jetzt alle wissen, ne? Und sie geht halt so in dieses Haus rein und will da alles noch so ein bisschen, schon mal ein bisschen zurecht machen und dann, sie ruft ab und zu mal ihren Mann an, David Cross, der arbeitet in einer, was ist das, eine Anwaltskanzlei oder irgend sowas, hat wohl irgendwo noch einen Kunden. Also er hat irgendeine Präsentation. Ja, eine Präsentation zu machen, Kunden zu bedienen, irgendwas und kann halt erst später kommen und sie ist halt erstmal allein in diesem Haus und
werkel da so rum und mit einmal wird es halt doch ein bisschen gruseliger und wir erfahren dann auch, dieses Haus ist das ehemalige Haus von ihrem Schwiegervater, also wo er früher aufgewachsen ist und wo auch David Cross aufgewachsen ist, also quasi das Elternhaus von ihrem Ehemann, was sie jetzt bekommen haben, eben damit sie sich da ihre Familienidyll einrichten können. Und da ist aber einiges dann schon ein bisschen gruselig, denn wir haben ja schon eingeleitet, dass es ein Horrorfilm ist. Es kommen dann erstmal so komische Geräusche, das Licht geht aus, sie muss da Sicherung wieder reindrehen, dann ist das Licht wieder da, dann sehen wir mal schon irgendwelche komischen Figuren im Zwielicht und es verdichtet sich halt so langsam, aber sicher komische Geräusche. Sie geht da natürlich dann auch mal irgendwann in den Keller, wie es halt immer bei Horrorfilmen so ist. Und die Kamera ist halt immer nonstop dabei. Ne? Das halt verfolgt sie immer. Auch wenn Leute zu Besuch kommen, da gibt es noch so einen gruseligen Nachbarn, mit dem sie da in Kontakt tritt. Und das wirkt schon alles sehr seltsam. Und die Kamera ist halt die ganze Zeit dabei. Und ich weiß nicht, wir wollen mal nicht zu viel verraten. Also mit dem Haus hat es einiges auf sich. Das heißt nicht umsonst Home Sweet Home, der Film, wo das Böse wohnt. Also man kann sich schon denken, dass da irgendwas Böses wohnt in diesem Haus. Du hast übrigens noch ganz kurz unterschlagen, den Nachbar, der heißt, also der, oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie er im Film heißt. Matthias oder sowas? Nee, keine Ahnung. Mike? Aber Mike. Und der wird gespielt von Fatoni. Und das ist ein deutscher Rapper. Mhm. Okay. Sagt mir jetzt nicht so viel. Ja. Den kenn sogar ich. Ja, in diesem Rap-Game nicht so drin, jetzt in diesem neuerlichen mit Stimme verzerren und so, das ist nicht so meins. Ja, also, das ist auch schon das Setup von dem Ganzen. Es gibt dann noch ein paar zusätzliche Personen, die dann in irgendwelchen Rückblenden auftauchen, zusätzliche Schauspieler, die man mal kurz sieht, aber letzten Endes sind es eigentlich nur drei Personen, die den Film tragen, drei plus der Nachbar, vielleicht noch vier, aber der hat ja auch nur relativ kurz mal seine Rollen. Und darum geht es in dem Film. Regie hat geführt Thomas Sieben und ja, der hat zum Beispiel, sein vorhergehender Film hieß Prey, das ist aber nicht der Film mit dem Predator bei den Indianern, bei den Native Americans sozusagen, sondern das ist irgendein anderer Film, der hier mit 4 Punkten bewertet ist bei der IMDb. Sein vorhergehender Film hat auch nur 4,9. Er hat ein paar Folgen bei Der Bulle und das Biest Regie geführt. Also insgesamt jetzt noch nicht so eine sehr überzeugende Vita bei der IMDb, was Regie angeht. Und ja, so ist auch, glaube ich, Home Sweet Home hat doch schon deutliche Schwächen, oder Chris? Ja, also Home Sweet Home hat eine ganz, ganz deutliche Stärke und das ist Nilam Farooq, die wirklich Filme tragen kann, meiner Meinung nach, weil ich finde, die spielt das ganz, ganz hervorragend mit der Schwangeren und alles und auch nicht ganz so typisch duppelig doof, wie man das manchmal aus Horrorfilmen kennt. Ansonsten, ja, es ist, das Setting ist ganz cool gemacht eigentlich. Es ist vieles so, man hat sich an vielen Horrorfilm-Klischees auch bedient und das auch ganz bewusst, denke ich. Und versucht dann eben auch eine relativ düstere Stimmung aufzubauen, die da auch ab und zu mal gelingt, mit diesem Bewohner des Hauses quasi, weil da wohnt ja das Böse, wo das Böse halt so wohnt. Und wie das Ganze dann hinten raus aufgelöst wird, was da so der Kniff ist, das knirscht und knascht und alles so ein bisschen und das ja, zeigt mal wieder auch, dass vieles oftmals nicht so ist, wie man sich das vielleicht vorstellt in seiner ach so verliebten Liebestraumwelt. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, dass der Film viel, viel Schwächen hat. Aber es fehlt so dieses Quäntchen, dieser Schnackel-Moment, so wo man sagt so, okay, cool und okay, jetzt packt's mich voll und jetzt bin ich voll in der Story und jetzt bin ich da voll drin und solche Sachen. Die fehlen mir in dem Film eigentlich, weil es ist dann doch eher ein Film, der halt vor sich hin tröppelt, der jetzt nicht unbedingt eine absolut neue Geschichte erzählt, sondern halt, ja, einfach
ein solider Film aus deutschen Landen, den man auch gepflegt mal an so einem kleinen Horrorabend anschauen kann. Was muss man auch noch gut zugute halten, der dauert was 82 Minuten, der geht noch nicht mal so lang. Das ist das Nächste. Also der ist relativ schnell dann auch rum und deswegen hält er sich auch nicht groß mit auf, großartig die Figuren zu zeichnen. Und das ist aber auch in dem Fall okay, braucht man eh nicht. Deswegen, ich fand es ganz okay. Mein Leben wäre problemlos weitergegangen, hätte ich ihn nicht gesehen. Mein Leben geht auch so problemlos weiter. Deswegen, ja. Ja, das meiste hast du schon gesagt auch. Also. Jetzt muss man sich nur fragen, ist das wirklich ein wesentlicher Vorteil eines Films, dass er nur so kurz ist? Also ich meine, das ist natürlich ein Vorteil, aber wenn man sagt, okay, ich war eigentlich ganz froh, dass er so kurz war, hat ihn aber deswegen trotzdem nicht so richtig kurzweilig gemacht. Ne? Es war halt trotzdem, es waren wirklich gefühlt alle Klischees drin, außer dem einen Klischee, dass sie irgendwie in so einen Badschrank reinguckt mit so einem Spiegel und den aufklappt und dann klappt sie den Spiegel rum und dann hinter, puh, plötzlich. Also das hat gefehlt noch. Das hat noch gefehlt, ja. Also alles andere war dabei. Ne? Also wirklich gefühlt alles andere. Und ich finde, gerade im Horrorbereich, da ist wirklich der Grat ziemlich schmal zwischen, ja, ich mache was Cooles Neues und gerade im Horrorbereich, was jetzt nicht der Mainstream ist, hast du halt wirklich die Chance, einfach mal coole neue Sachen zu machen, dich da auszuprobieren. Gerade wenn du so ein junger Regisseur bist, der noch nicht so wahnsinnig viele Filme gedreht hat. Ja, warum machst du nicht irgendwas, was Cooles, Neues, was vielleicht auch abgefahren ist, was vielleicht auch, weiß nicht, kann auch eklig sein oder irgendwas. Da wirst du halt auch berühmt als Regisseur oder dann bleibt der Film auch in Erinnerung oder was total crazy oder was noch nicht da gewesen ist. Aber einfach auf das, was es schon gab, zu setzen und ja, nichts Neues zu machen, außer dass es jetzt ein One-Shot ist, was vielleicht aber vielen gar nicht auffallen wird, was eher so ein One-Trick-Pony ist, wo du sagst, ja, das ist halt ganz nett, dass es so ist. Aber es fällt vielleicht den manchen, wenn die das in einem Horrorfilmabend machen, vielleicht gar nicht so richtig auf, dass es eben so ist. Ist jetzt nicht wie Victoria, wo der Film wirklich darauf aufbaut, dass es eben ein One-Shot ist und was wirklich absolut beeindruckend ist, was da teilweise auch für Actionsequenzen zusammengestellt wurden, die halt wirklich alle an einem Ort zur gleichen Zeit sein mussten, nach, weiß nicht, dreiviertel Stunde Drehzeit oder so, ist halt hier nicht so, sondern du siehst halt wirklich eine Person, die mit einer Kamera verfolgt, da irgendwo lang geht, ne? Und du hast halt wirklich immer nur eine Einstellung, eine Kamera. Und das, finde ich, hat sich nicht getragen so richtig. Ich würde es auch gar nicht empfehlen für irgendwelche Horrorfilm-Fans. Ich mag ja Horrorfilme ganz gern, aber ja. Ja, aber ich fand die Idee dahinter eigentlich jetzt nicht so schlecht. Mhm. Ich fand das auch mit den dann diese Schnitte, wo dann doch drin waren, die fand ich eigentlich ganz gut platziert. Bloß hinten raus hatte ich das Gefühl, geht ihnen so ein bisschen die Luft aus auch, was das angeht. Und das fand ich dann wieder ein bisschen schade. Aber es war gefühlt alles vorhersehbar. Also, ja, das auf jeden Fall, um Gottes Willen, da brauchen wir nicht drüber reden. Also das war, Junge, also. Das ist ja nichts Schlimmeres bei einem Horrorfilm, wo du dich gruseln sollst, wo irgendwie unerwartete Dinge passieren sollen, wenn du dann sagst, ah, okay, jetzt, ja, das ist bestimmt so und so und dann, ja, genau so ist es. Und da haben wir aber vielleicht auch das Problem, dass wir schon zu viele Filme gesehen haben, gerade aus dem Bereich. Ja, aber wenn du noch nicht so viele Filme gesehen hast, dann bitte nicht mit diesem anfangen. Also dann gibt es bessere Filme, die man gucken könnte. Ich werfe gerade mal einen Blick in unsere Gloria Sneak Facebook-Gruppe. Da haben noch nicht so viele abgestimmt. Es sind natürlich auch einige rausgegangen. Ne? Das war wirklich das fand ich echt krass. Ja. Also, relativ viele sind sogar rausgegangen, wo ich auch gedacht habe, so Leute, das ist mal gut. Vor allem die ersten sind dann nach ein paar Minuten schon raus, wo noch gar nichts passiert war. Das war nur ein gruselige Schwangere, Geräusche. Nilam Farooq. Oh nein, ich gehe. Ja, da war Nilam Farooq im Haus. Okay, ciao. Hä? Okay, alles klar. Also, die ist schwanger. Okay, da wird es keine Sexszene geben. Ich gehe dann mal. Ja, so wirkte es tatsächlich. So wirkte es. So, naja. Okay, Leute, alles klar. Aber ja, mein Gott. Nee, also in der Sneak haben
glaube ich, 2 Leute abgestimmt bis jetzt, aber da kommt wahrscheinlich noch... Es sind 4. 4, okay. Ja, dann ist auf jeden Fall zwischen 5 und 6 Punkten. Also es waren auf jeden Fall mehr Leute im Kino, das kann ich auf jeden Fall sagen. war ja auch die erste Sneak des Jahres und Bilderrätsel und so weiter. Ja, wobei ich muss ja dazu sagen, ich habe tatsächlich auch jetzt extra in der Sneak-Gruppe einen Punkt mehr gegeben wie du, weil wir sind von der Wertung her gleich auf. Meinst du, ich soll auch auf und okay, dann gebe ich. Nein, weil dann passt es nämlich, weil dann haben wir beide gemeinsam den Schnitt, den wir auch für hier gleich die Wertung raushauen werden. Was gibst du denn? Ich gebe 5,5 von 10. Ist überraschend, das gebe ich auch. Ja, siehst du? Genau. Und deswegen, und in der Gruppe hast du 5 und ich 6 und damit passt das. Da passt das. Kate, haben wir dir Lust gemacht auf diesen Film? Willst du den mal im Heimkino nachholen? Ich glaube, ich würde den gucken, ja. Einfach nur, um zu wissen, wo der hingeht und was jetzt der Kniff ist am Ende, den also ihr natürlich nicht verratet. Eine hochschwangere Frau, die in erheblichen Trouble kommt, ist vielleicht nicht empfehlenswert, falls du vorhast, vielleicht irgendwie nochmal eins irgendwie. Nee. nee, ich sag's nur, also ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, was da so passiert. naja. Okay, wenn wir einmal hier in der Gruppe sind und wir haben dich in der Leitung, Kate, wie sieht's denn da aus mit morgen, mit der morgigen Sneak Preview? Also der Tipp von der Kinoleitung lautet Alles oder Nichts. Und es wurden 2 Filme getippt. Einmal von dir, Erik, Las Vegas. Weiß nicht, was da geht. Hab den Trailer nicht geguckt. Und von Martin, der tippt Animalia. Ja, Las Vegas ist, glaube ich... Sieht eher horrormäßig aus. Ich glaube, das hat jetzt an sich nichts mit dem Las Vegas zu tun, wenn ich mich da recht erinnere. Da geht es wohl um ein... der irgendwie so Fashion designt und der trifft irgendwo einen Travestiekünstler oder sowas und verliebt sich in den und sowas. Das ist irgendwie ganz kurios. Also wäre natürlich ein typischer Sneak-Film. Da geht wahrscheinlich auch wieder die Hälfte raus. Aber ich habe es halt wegen Las Vegas hier Alles oder Nichts, hätte ich mir gedacht, wegen vom Tipp her. Und den Animalia sagt mir gar nichts. Von dem Martin, sieht auf, also vom Bild her sieht das eher noch so Horror, da geht auch wieder Sci-Fi, Horror, also eklig aus. Ein guter Start ins neue Jahr sozusagen. Apropos neues Jahr, wir haben auch in der Gloria Sneak Facebook-Gruppe eine Abstimmung offen über den besten und den schlechtesten Sneak-Film des vergangenen Jahres. Ihr könnt da abstimmen. Auch wenn ihr jetzt nicht in Stuttgart in die Sneak geht und in der Gruppe seid, dürft ihr auch gern natürlich abstimmen. Wenn ich das richtig sehe, bei den Top-Filmen führt momentan Operation Fortune und Anatomie eines Falls. Die liegen gerade vorne. Den Platz 2 kann ich nicht so richtig ausmachen hier. Das ist ein bisschen komisch dargestellt hier bei Facebook. Und bei den Flops, mal gucken, ob sich da einer abgezeichnet hat. Oh ja, Beautiful Disaster. Oh, der war schlimm, ja. In Infinity Pool, ja, der war wirklich schlimm. Ja, das sind so die 2 führenden bei den Flops. Mal gucken, was sich da noch tut. Es haben bei Weitem noch nicht alle abgestimmt, die in der Gruppe sind. Also wenn ihr das jetzt vielleicht hört und wart lange nicht in der Gloria Sneak-Gruppe oder wenn ihr gerne damit abstimmen möchtet, einfach mal schauen möchtet, so einen Überblick haben möchtet, was jetzt in Stuttgart in der Sneak-Preview lief. Vielleicht geht ihr ja in irgendeiner anderen Stadt in die Sneak-Preview und wollt einfach mal gucken. Ich finde auch zum Beispiel ein bisschen schade, dass jetzt zum Beispiel 791 Kilometer keine einzige Stimme bekommen hat bei den Tops und Dogman auch nicht. Wenn du dich auf einen festlegen musst, dann ist eben. Halt... Ich hatte auch überlegt, man kann ja bei der Gruppe, wenn man die anlegt, kann man auch sagen, ob man mehrere Antworten zulassen möchte. Aber ich habe gedacht, nee, das ufert dann nur aus. Weil waren schon einige sehr gute Filme dabei, die jetzt wahrscheinlich ein bisschen runterfallen. Gerade auch die Anfang des Jahres, obwohl, Operation Fortune war ja einer der ersten. Ja, 791 Kilometer, übrigens mit Nilam Farooq. Ja, auch. Oder Final Cut of the Dead fand ich überragend. Oder Olaf Jagger. Oder Dungeons and Dragons hat 0 Stimmen bei Top. Der war bei uns in den Top 3 ja mit drin. Ja, okay, das dazu. Dann schauen wir doch gleich mal weiter, was Neues im Kino anläuft und was so in den Charts ist. Kino, Charts und Neustarts. Ja, für die Charts haben wir, glaube ich, immer noch nicht eine Mail bekommen, wenn ich mich da richtig erinnere. Aber ich habe hier eins, das werfe ich mal in die Gruppe rein. Hä? Ich wollte Copy and Paste machen, jetzt hat es immer noch V hier bei mir in die Gruppe gepostet. Nicht Steuerung V. Ui, Gemini, okay.
Ach nee, das ist 23. Entschuldigung, nee, das doch nicht. Ich wollte gerade sagen, also das passt überhaupt gar nicht. Nehmen wir das andere. Das, was wir immer hatten bei Box Office Mojo, starten wir mal mit den deutschen Charts. Da erwähne ich mal ganz kurz die 11, denn die ist neu eingestiegen. Das ist der Film Lola und dann machen wir weiter mit der 5. Das ist The Hunger Games, also Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds and Snakes, immer noch in Deutschland 5. Auf Platz 4, immer noch wie in der Vorwoche auch schon, Wish, der Disney-Film. Dann runter von der 2 auf die 3 ist Wonka. Oh, da habe ich noch was Lustiges mitgekriegt zu Wonka. Da spielt ja Hugh Grant mit, ne? Und der spielt ja den Oompa Loompa. Ja, habe ich in den Trailer gesehen. Ja, diesen Oompa Loompa. Und man hat jetzt mit so kleinwüchsigen Schauspielern Interviews geführt und der eine hat gemeint, ja, sie wurden nicht für diesen Film gecastet aus ethnischen Gründen, weil es hieß, die Kleinwüchsigen sollen nicht auf kleinwüchsige Rollen festgelegt werden. Deswegen hat man Hugh Grant genommen und den auf digital zusammengeschrumpft. Und dann würde ich echt mal fragen, so, was ist eigentlich los, Leute? Ganz ehrlich, also das ist genau die gleiche Diskussion, wo es damals gab mit Eddie Redmayne, wie denn Eddie Redmayne hier, wie es sein kann, dass das der hier Stephen Hawking spielt. Das soll doch bitte dann auch einer spielen, der im Rollstuhl sitzt oder was weiß ich was. Und da frage ich doch auch mal, genau wie Ricky Gervais die Frage gestellt hat, was ist wohl einfacher darzustellen in dem Film? Einer, der im Rollstuhl sitzt, ein gesunder Schauspieler quasi oder ein nicht behinderter Schauspieler, der im Rollstuhl, nicht im Rollstuhl sitzt und dann sich in den Rollstuhl begibt während dem Film, oder einer, der im Rollstuhl sitzt oder der in den Rollstuhl gebunden ist und dann währenddessen irgendwie Szenen hat, wo er laufen muss. Also was ist wohl einfacher darzustellen? deswegen, ja, der Oompa Loompa. Platz Nummer 2 von der 3 auf die 2, Migration. Ja, das ist dieser Raus aus dem Teich, ne? Genau, Raus aus dem Teich. Genau. Platz 1, das wundert mich echt. Aber ich kenne einige, die da reingegangen sind. Also zumindest in meiner Filterbubble jetzt, also nicht persönlich. Persönlich habe ich mit solchen Leuten nichts zu tun. Aquaman and the Lost Kingdom. Ich glaube, da gibt es eine deutliche Schnittmenge, was ich so gesehen habe in meiner Filterbubble, von Leuten, die Fast and Furious feiern und Aquaman. Ja, also es ist nur meine persönliche Beobachtung. Genau. Jawohl. Vielleicht ist es auch ein guter Film, ich weiß nicht. Der erste Aquaman hat mir aber überhaupt nicht gefallen. Ja. Ja. Na gut. Es gibt für alles das Publikum. Okay, und dann geht's mal weiter in die Neustarts. Da startet einer, der interessiert mich tatsächlich sehr. Das ist der neue Jason Statham-Film. Den hatte ich auch mal getippt gehabt für die Sneak Preview, nämlich The Beekeeper. Und da geht es darum, dass er irgendwo zu so einer geheimen Untergrundorganisation gehört und ist aber als Tarnung, ist er quasi der Bienenzüchter und dann ist er irgendwas und dann ist es was Persönliches und dann muss er natürlich alles aufräumen, wie immer halt, ne? Jason Statham-Film. Aber irgendwie Jason Statham und Jahresanfang passt, ne? Letztes Jahr mit Operation Fortune, jetzt The Beekeeper. Passt aber nicht auf den Tipp. Tja, es startet ebenfalls kurz im Kino dann wahrscheinlich auch nur Lift, ein Netflix-Film mit Kevin Hart und Sam Worthington über eine Diebesbande, die einen schier unmöglichen Coup plant. Klingt auf jeden Fall sehr witzig. Nee, der startet nicht im Kino. Startet echt? Nur auf Netflix. Nur auf Netflix? Hat der nur Netflix? Okay. Ja, mal gucken, dieser Animalia, genau, der startet. Der ist auch getippt worden. Ein französischer Fantasy-Film, oh Gott. Okay, also ich mag ja französische Filme, aber Fantasy war bis jetzt immer schwierig, außer dieses mit den vielen Planeten irgendwie. Über eine dystopische Zukunft, in der einige Menschen begonnen haben, mit anderen Tierarten zu mutieren. Oh Gott, des Himmels Willen. Da hat dann wahrscheinlich irgendjemand hier irgendwie Beine von einer Ziege oder irgend sowas. Oh Gott, ich sowas mag ich überhaupt nicht. Habe ich mich auch bei der Percy Jackson-Serie sehr schwer getan. Aber da muss ich auch noch reinschauen. Aber okay. Das ist eine Star-Tür. Ja, wie auch immer. Okay, und Ariel ist doch auch halb Mensch, halb für, egal. Es startet auch noch The Royal Hotel, ein australischer Thriller über zwei junge Backpackerinnen, die in einer Bar im Outback einen verhängnisvollen Job annehmen. Klingt ja fast nach From Dusk Till Dawn irgendwie. Ich meine, was nehmen die wohl für einen Job an? Weiß nicht, was nehmen die an? Was soll nicht? In einer Bar. Hugo Weaving ist auch noch mit dabei. Der Agent Smith von Matrix. Ja, okay.
Ah, mach weiter. Ich kann dir sagen, worum es geht. Ich habe es gerade kurz gelesen. Ja, das ist schön. Mach doch einfach den nächsten Film. Sie stehen hinter dem Tresen und schenken da aus. Aber in diesem Ort gibt es nur 29 Einwohner. Und deswegen stürzen sich die ganzen Einwohner mit Annäherungsversuchen auf diese jungen Frauen. Ja, das ist das. Dann kommt Baby to Go. Noch ein dystopischer Science-Fiction-Film. Aber diesmal mit Emilia Clarke und kein französischer, wenn ich es richtig sehe. Und Chiwetel Ejiofor über die Möglichkeit, eine Schwangerschaft komplett durch einen Brutkasten abzulösen. Okay. Und Emilia Clarke mit ihrem typischen Lächeln auf dem Plakat. Es startet noch ein französisches Drama bei einer erfolgreichen Anwältin, nämlich im letzten Sommer, die durch eine Affäre zu ihrem, Achtung, minderjährigen Stiefsohn ihre Karriere aufs Spiel setzt. Das ist ein typisch französischer Film. Ja, Stepmom. mit ein bisschen mit Liebe und Sex, der nicht sein darf und so weiter. Das ist ein französischer Film. Eindeutig. Nicht so ein dystopischer Film mit irgendwelchen Halbtierwesen oder so. So, dann kommt auch noch, ihr kennt natürlich alle den Film 4 Minuten, wer kennt ihn nicht? Das kommt ja, mit Hannah Herzsprung, ne? Da kommt jetzt die Fortsetzung. Die Fortsetzung, die heißt 15 Jahre, ist natürlich sehr lang, von 4 Minuten auf 15 Jahre. Geht auch 2 Stunden. Hätten sie eigentlich auch 2 Stunden nennen können, nicht 4 Minuten, aber gut. Okay, und dann startet noch Mami Vata. Mami Vata, als ein brutales Unterdrückungssystem ihr Dorf bedroht, beschließen 2 Schwestern sich zu wehren. In atmosphärische Schwarz-Weiß-Bildern verhandelt der nigerianische Mystery-Film das Ringen zwischen Tradition und Moderne und zeichnet ein einprägsames Bild weiblicher Widerstandskraft. CJ Fieri Obasi hat den Film gedreht und Mama Efe spielt Rita Edochi. Und die Tochter Zinwe Uzuamaka Aniuno. So, genau. Ja. Hat auch Regie und Drehbuch. CJ Fieri Obasi. Ein Fantasy-Thriller steht hier. Ein Drama, Fantasy, Thriller steht bei Filmstarts. In Schwarz-Weiß. In Schwarz-Weiß, ja. Na gut, das war's, glaube ich, mit den Neustarts der Woche. Irgendwelche Tipps, was so in den Charts drin ist? Ich glaube, The Beekeeper oder so, hm? Ja, ich glaube, der Beekeeper wird es reinschaffen, weil Jason Statham einfach zieht. Ich glaube, Baby to Go mit Emilia Clarke, wenn die einen schönen Trailer haben, der zielgruppengerichtet läuft, so mit bisschen Liebe und so, dann gehen da bestimmt auch viele rein. Bisschen Liebe. Ja. okay, das war's dann also mit den Charts und Neustarts. Mal gucken, was dann so nächste Woche in den Charts drin erscheint. Bin sehr gespannt. Und jetzt gehen wir mal ins Heimkino, da gibt es ja auch ein paar Filmpremieren. Heimkino. Die Schneegesellschaft. Wer mag das denn vorstellen? Die Kate mag das vorstellen, die hat das mehr gesehen, ja, wie ich. Ja, Alina, würde ich dabei helfen? Of the Snow. Ich bin zwischenzeitlich kurz eingeschlafen, musste zurückspulen, deswegen, weil ich so müde war. Nicht, weil nur weil es spät war, nicht weil der Film langweilig war. Ja, ich sag ja, weil ich müde war. So, die Schneegesellschaft ist ein neuer Film über den Absturz der uruguayischen Nationalmannschaft vom Rugby-Team, die 1972 in den Anden abgestürzt sind. Und der Film beruht auf den wahren Ereignissen und stützt sich auf einen Roman eines Freundes, eines Überlebenden und Aussagen und Interview-Aussagen quasi von den Überlebenden. Gedreht wurde der Film von Juan Anton Bayona. Ich hoffe, da habe jetzt niemanden beleidigt und ist richtig ausgesprochen. Und ja, wie gesagt, die sind 1972. Ja, Moment. Der hat ja die Fernsehserie Herr der Ringe, die Ringe der Macht, hat er gedreht und hier Jurassic World, das gefallene Königreich. Also der bringt schon ein bisschen was mit. Okay. Und hier The Impossible, das hatten wir doch gesehen. Das ist das mit der, wo der Tsunami hier, weißt du? Ja, der war gut, der Film. Oh, der war toll, der Film. Ja. Also wie gesagt, die Rugby-Mannschaft stürzt 72 bei einem Flug nach Chile in den Anden ab. Dieser Absturz wird im Film extrem brutal gezeigt, was es aber gut macht, weil du dann einfach drin bist. Du fühlst mit dieser Mannschaft mit den Überlebenden. Denn es haben den Absturz 29 Personen überlebt von 45. Und sie sind jetzt in den Anden
mitten im Schnee, Eis, feindliche Umgebung, um sie rum nichts anderes als Berge. Moment, ich gebe mal kurz die Kleine ab, damit ich in Ruhe weiterreden kann. Nichts als Berge und sie haben nichts außer die Sachen, die sie in den Koffern dabei haben. Ein bisschen Essen, ein paar Snacks, Kleidung, auch nicht wirklich viel. Jeder hat nur so einen kleinen Koffer mitgebracht und sie versuchen irgendwie zu überleben. Und wer sich ein bisschen mit der Geschichte auskennt und ein bisschen was mitbekommen hat damals oder jetzt auch mittlerweile, es gab ja zwischenzeitlich auch noch einen Film, Alive hieß der, glaube ich, der ist schon ein bisschen älter. Habe ich im Kino gesehen damals. Ja, wir wissen also, wie das Ganze so ausgeht. Ein paar tatsächlich überleben. Es werden immer wieder Versuche gestartet, irgendwie zum Heck des Flugzeugs, was über dem Bergkamm liegt, zu kommen. Aber sie sind halt hier metertiefem Schnee gefangen quasi. Zwischenzeitlich ereignet sich auch noch eine Lawine. Also die werden wirklich gebeutelt und sie tun alles, um zu überleben. Unter anderem, auch bekannt, nichts, was ich jetzt spoiler, entscheiden sie sich, die Toten zu essen. Und dieser Kampf und dieser mentale Kampf dieses Überlebens wird in die Schneegesellschaft extrem gut dargestellt. Man hat von Minute, nicht eins, aber Minute, weiß ich nicht, Absturzminute, Anfang der Turbulenzen, sofort eine Sympathie für diese Personen in dem Flugzeug, für diese Menschen. Man fiebert mit ihnen mit, man weiß oder viele wissen, wie es ausgeht. Und trotz allem weißt du nicht genau, was ist da wirklich passiert und wie ist das zustande gekommen und wie haben sie überlebt. Und das wird halt eindrucksvoll dargestellt, alles mit einem sehr ruhigen und weichen Ton erzählt. Die Musik ist eben entsprechend auch sehr weich und ruhig. Und die Bilder, die dabei entstehen, sind unfassbar gut. Es ist richtig gut gedreht, die Schauspieler sind richtig gut ausgesucht. Also ich kenne die Originalfotoaufnahmen von den Überlebenden, die haben ja dort eine Kamera dabei gehabt und haben Fotos gemacht. Und die wurden ja später dann auch veröffentlicht. Und die haben ganze Szenen, also Fotoszenen nachgespielt und nachgestellt für diesen Film. Auch der Cast ist sehr nah an den originalen Menschen dran, also von der Optik her. Ich kenne jetzt das Buch der Vorlage nicht und ich kenne auch nicht jedes Interview der Überlebenden, aber ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass hier nichts groß dramaturgisch dazu erfunden wurde. Es ist wirklich ein harter Film, der dich mit einem Kloß im Hals zurücklässt, auch am Ende noch. Und du denkst dir, okay, dass die das geschafft haben. Die waren 72 Tage da draußen im Schnee, im Eis, mit Lawine und Toten und keinen richtigen warmen Klamotten. Und das ist unfassbar. Diese Geschichte ist so unfassbar. Und das wird in diesem Netflix-Film richtig, richtig gut erklärt. Nehmt das, Seven vs. Wild hier. 7 Tage, haha. Ja. Ja, zu Seven vs. Wild sage ich nichts. Die neue Staffel ist einfach nur scheiße. Ja, das ist unglaublich. Einfach unglaublich. Wirklich. Der wurde von Spanien eingereicht für den Oscar als bester ausländischer Film oder ja, weiß nicht, wie die Kategorie korrekt heißt. Bester internationaler Film. Bester internationaler Film, okay. Und ich hoffe extrem, dass dieser Film gewinnt. Ich habe jetzt noch nicht gelesen, was die tatsächlichen Überlebenden, aber da gibt es ja immer noch welche, da sind ja noch welche am Leben, dazu sagen zu dem Film. Weiß ich jetzt nicht, aber vom Gefühl her wird der ihnen gerecht und dem, was sie erlebt haben. Also es ist jetzt nicht, dass da irgendwas, oder ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwas erfunden wurde, um Klicks zu generieren oder so. Und ich
finde auch nicht, dass da irgendeiner von denen in einem schlechten Licht dargestellt wird oder die Entscheidungen, die sie getroffen haben, fragwürdig dargestellt werden oder so. Im Gegenteil, das ist mit, finde ich jetzt persönlich, mit größtem Respekt gedreht und erzählt worden. Ich hoffe, dass es die Überlebenden genauso sehen und es da jetzt keinen Shitstorm über diesen Film gibt oder so. Er ist relativ lang mit 2,5 Stunden Gesamtlaufzeit, muss ein bisschen für den Abspann abziehen, Abstand geht fast eine Viertelstunde. Aber es kommt einem gar nicht so lang vor, weil man ist einfach in dieser Schneegesellschaft drin. Man fühlt es und ich bete nicht, also würde nie sagen, man betet für diese Mannschaft. In dem Film betet man für das Überleben. Ich glaube da nicht dran, aber man hofft, man fiebert einfach mit. Man weiß ja, wie es ausgegangen ist. Da ja, genau. Hilft beten nicht mehr viel. Aber auch dieser Weg dorthin, dieser Entscheidungsprozess, dieser Rettungsversuch ist richtig, richtig gut. Also mich hat dieser Film richtig umgehauen. Wie gesagt, ich kannte die Thematik, ich hab da schon von gelesen und was drüber gesehen und so. Aber die Umsetzung von Netflix hier ist richtig, richtig gut. Ja, absolute Watch-Empfehlung. Okay, Chris, du hast auch gesehen. Ich habe es auch gesehen. Ein bisschen eingeschlafen, aber. Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen eingeschlafen, war ein bisschen spät. Und dann siehst du da die ganze Zeit ganz viel Schnee und alles und denkst dir, oh, bei denen ist bestimmt kalt. Und ich hatte es schön warm unter einer Flauschedecke, deswegen. Mich hat es dann kurz mal gerissen, aber ja. Nee, ist schon cool dargestellt alles. Der Flugzeugabsturz, der hat mich wirklich beeindruckt, so ein bisschen, weil ich auch gedacht habe, so, wow, das ist mal. Nicht so dieses komplett Chaos gleich wieder mit Michael Bay Feuerball und große Kamerafahrt dann hin und was und was weiß ich was, sondern man ist wirklich so ein Stück weit hautnah drin, als ob man ja selber auch Passagier da wäre, so ein bisschen. Und da gibt es einige Szenen, wo man sich so fühlt, als ob der Kameramann einfach komplett mit verschütt ging. Und das fand ich schon ganz beeindruckend. Manches fand ich ein bisschen strange, sage ich auch gleich, weil. Ja, klar, es ist wahre Geschichte. Nur 72 Tage da zu überleben ist schon okay. Sehr, sehr, sehr krasse Sache. Und dass man dann nicht schon irgendwie früher es beschlossen hat, aufzubrechen, wenn man merkt, da kommt niemand. Ich meine, es ist 1972 gewesen. Was haben die erwartet, dass jemand kommt? Also, ich glaube, da, wenn ich einer der Überlebenden gewesen wäre, was garantiert nicht passiert wäre, ich wäre, glaube ich, schon früher aufgebrochen. Aber sei es drum, das sind so Kleinigkeiten. Ansonsten ist es wirklich spannend erzählt, gut gemacht, gut gedreht auch. Und ich denke tatsächlich, dass es Chancen hat, da was zu gewinnen. Okay, ich werde es auf jeden Fall auch noch gucken. Eure Nachricht kam gestern Abend, da hatte ich dann keine Lust mehr, diesen 2,5 Stunden. Ja, das ist ja voll okay. Das müsst ihr mal ein bisschen mit Vorlauf. Ich habe das auch, eher dann spontan noch gemacht, ja. Gestern Nacht. Deswegen. Sonst hätte ich den auf jeden Fall auch noch geschaut, denn ich war, wie gesagt, in dem Alive, Überleben heißt der auf Deutsch, Mitte der 90er im Kino mit, wie ist er, Ethan Hawke, glaube ich, war da mit dabei. Und ich fand ihn damals richtig gut. Ist natürlich auch diese ganze ethische Frage ja mit, darf ich, um zu überleben, Menschenfleisch essen? Das wurde da in dem Film auch noch mit thematisiert hinten dran, wo die wieder zurückgekommen sind. Und ich weiß nicht, der Film geht ja hier ein bisschen länger. Ich denke mal, das wird hier auch ein Thema sein, denn hier in der IMDb steht drinne unten drunter, so nach dem Motto, wenn Ihnen dies gefallen hat, könnte Ihnen das gefallen. Da sprechen sie auch das Thema Anatomie eines Falls mit an. Also nehme ich mal an, das wird auch noch ein bisschen vor Gericht dann vielleicht gehen. Nee, gar nicht, okay. Aber dann du, Chris, wenn dir der gefallen hat, der Überlebenfilm hier, der Schneegesellschaft, dann guck doch mal Anatomie eines Falls, das könnte dir gefallen. Ja, ich glaube nicht. Also, wahrscheinlich, weil es auch im Schnee spielt. Vielleicht ist das vielleicht ist das die Verbindung. Anatomie eines Naja, wie sieht es bei euch punktemäßig aus? 9 Punkte. Oh, sehr gut. Mhm. Das ist sehr, sehr viel. Ich glaube, ich habe 7 gegeben oder so. Ja, ich habe 7 gegeben. Genau. Genau. 7 habe ich auch gegeben für die 3 Musketiere D'Artagnan, den ich mir auf Blu-ray einfach mal blind bestellt habe.
denn der Film war ein sehr, sehr großer Kinoerfolg in Frankreich. Und weil mich diese Alexandre Dumas-Geschichte von den Musketieren hat mich schon immer fasziniert und interessiert. Und ich habe auch, glaube ich, fast alle von den, weiß nicht, 50 Verfilmungen, die es da gibt, habe ich, glaube ich, alle gesehen oder so. Und als ich dann gehört habe, dass sie richtig Geld in die Hand nehmen, um das nochmal neu aufzulegen mit Top-Darstellern, quasi den angesagten Darstellern mit einem sehr, sehr guten Regisseur, Martin Bourboulon, der hat ja auch zuletzt zum Beispiel Eiffel in Love gemacht, den Film, der sehr erfolgreich war. Und ich weiß nicht, hatten wir in der Sneak Mama gegen Papa, wer hier verliert, gewinnt? Ich glaube ja, ne? Ich guck mal. Vor einiger Zeit, aber auf jeden Fall war das auch ein ganz cooler Film. Und den haben sie jetzt mit Geld zugeschüttet, damit er diesen Film dreht. Und so wurde halt vor 2 Jahren oder so entstand die Produktion. Die ging, glaube ich, fast ein ganzes Jahr, denn man hat gleich 2 Teile gedreht, nämlich die 3 Musketiere D'Artagnan und den nächsten Teil, der heißt Milady, wenn ich mich recht erinnere. Der kommt jetzt Anfang des Jahres, glaube ich, ins Kino. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich gucke den mal. Der Trailer sah gut aus. Und ja, es ist natürlich eine Neuauflage von den Musketiergeschichten, startet aber hier so ein bisschen im Fokus von D'Artagnan, der nach Paris reitet, um dort den Musketieren beizutreten. Und während seines Rittes von der Gascogne nach Paris sieht er, wie eine Kutsche überfallen wird, und er will da helfen und öffnet aber drinnen die Kutsche, oder nachdem er da außen die Angreifer besiegt hat, öffnet er die Kutsche und wird aber von der Frau, die drinnen sitzt, niedergeschossen. Und die Leute, die Kutsche überfallen haben, fangen an, die ganzen Leichen da zu begraben. Und er hat aber überlebt, denn, also es passiert gleich am Anfang, es ist nicht großer Spoiler, wenn der Film D'Artagnan heißt, und man kennt ja auch ein bisschen die Geschichte von den Musketieren, kann man sich schon denken, dass der nicht stirbt am Anfang. Er hat überlebt, weil er die Bibel seines Vaters, glaube ich, noch in der Tasche hatte, und die hat den Schuss abgefangen. Und davor, vor der Bibel, hat er auch noch so ein Empfehlungsschreiben gehabt, und also mit dem dann an Hofe kommt und will sich dort quasi bei der Musketierkaserne empfehlen mit diesem Schreiben, hat dieses Schreiben ein Einschussloch, und das ist natürlich erstmal sehr interessant für die. Und ja, er wird dann auch angenommen, da geht es natürlich ein bisschen drunter und drüber, als er da in den Drill reinkommt von den Musketieren, und irgendwann trifft er natürlich auch auf die restlichen Musketiere. Na, kennt ihr den Namen? Arthos, richtig. Arthos, Artemis? Porthos und Aramis, Portos, genau. Aramis, ja, guck, sag ich doch. Okay. Und Kaspar, Melchior und Balthasar waren so noch dabei. Und wie war das? Genau. Und Georg oder sowas. Die heiligen 4 Könige. So, und witzigerweise, also eine echt coole Szene, er trifft die nach und nach und verscherzt sich so ein bisschen mit jedem Einzelnen von denen. Und jeder Einzelne fordert ihn zu einem Duell heraus. Und alle treffen sich dann auf so einer Waldlichtung so, ja Moment, ich habe mit ihm ein Duell um, was weiß ich, 12 Uhr. Ja Moment, ich habe mit ihm eins um 12.30 Uhr und so. Und da hat er die halt hintereinander gelegt, die Duelltermine, die Duelle auf Leben und Tod. Und ja, dann wird aber diese Duellsituation überfallen und sie müssen sich zusammenschließen, und das schweißt sie dann schon mal ein bisschen zusammen. Und nachdem sie das überstanden haben, die Szene, gehen sie alle erstmal ein Trinken in der Taverne. Und sind dann ziemlich besoffen, und als Athos aufwacht des Morgens, liegt er neben einer toten Frau und hat den blutigen Dolch noch in der Hand, und er wird verhaftet und zum Tode verurteilt. Und die restlichen Musketiere müssen natürlich, oder versuchen dann natürlich zu beweisen, dass er das nicht war, weil ja, genau, es muss ihm irgendjemand da das angehängt haben. Ein zweiter Story-Arc ist noch, dass die Königin von Frankreich eine Liebschaft hat mit dem Herzog von Buckingham, und weil der aktuelle König, der kümmert sich überhaupt nicht um sie, und sie schenkt ihm dann ein sehr wertvolles Collier, als sie sich mal trennen müssen. Und der König sagt dann halt an irgendeinem Punkt, dass sie das Collier zu einem bestimmten Anlass tragen soll, und sie hat es natürlich nicht mehr, und dieses Collier soll dann wieder beschafft werden, weil ansonsten alles vor die Hunde geht, ja.
Ich fand das eine sehr kurzweilige, schöne Erzählung von der Geschichte. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Man sieht auch, dass hier unheimlich viel Geld reingeflossen ist in die Produktion. Es sieht wahnsinnig gut aus. Es wurde viel gefühlt, muss ich sagen. Ich weiß es nicht genau. Es wurde gefühlt sehr viel on location gedreht. Du siehst die ganzen historischen Stätten und so weiter. Vielleicht hat ihnen das auch geholfen, dass sie es in 2021 gedreht haben, als viele Sachen, war das wegen Lockdown, ja, 21, wenn ich mich recht erinnere, ja, da wenig besucht waren von Touristen, da konnte natürlich sehr viel da gedreht werden. Und es fand ich sehr schön, das alles so zu sehen. Und auch die Szenen, die wahrscheinlich CGI sind, ich muss sagen, man konnte es kaum auseinanderhalten, was jetzt CGI ist und was nicht, weil es wirklich gut ist. Also man hat da wirklich viel investiert, um quasi dieses, in Anführungszeichen, Nationalheiligtum von Frankreich ordentlich auf die Leinwand zu bringen. Und hat mir wirklich Spaß gemacht, ich habe mich gefreut. Dann geht aber auch über 2 Stunden, warte mal, wie lange geht der exakt? 2 Stunden und 1 Minute geht er. 2 Stunden und 1 Minute. Also wenn ihr vorm Abspann abschaltet, dann bleibt er unter 2 Stunden. Und hat mir echt Spaß gemacht. Ich freue mich auf den Milady-Film. Jetzt gucke ich doch direkt mal nach, wann der in Deutschland startet. Oder vielleicht kann das von euch jemand, warte mal, Musketiere. Müsste ja unter dem Stichwort Musketiere hier zu finden sein. Natürlich nicht. Ich finde es gerade nicht. Vielleicht findet es von euch jemand auf die Schnelle oder auch nicht. Ja, ich gucke ja schon, Junge. So. Die 3 Musketiere. Warte mal, Milady. Milady-Film. So, wann startet der? Steht da hier was? Filmstarts.de. Steht auch nichts da. Ich dachte, ich hätte es irgendwo gelesen, dass der im Kino läuft, Anfang des Jahres. Aber gut. Vielleicht finden wir es noch irgendwie raus. Chris, wenn du einmal hier wieder online bist, dann sag mal was zu John Wick Kapitel 4. Ich gucke die ganze Zeit online, ich lausche dir ja mit deinen nicht mehr auf Mute, meine ich. Dann sag mal was zu John Wick Kapitel 4. Soll ich dazu was sagen? Also mache ich auch ganz kurz. Also, Der Film lang ist, ne? Ja, der Film ist sehr lang. Ich habe den aber tatsächlich auf 3 Abende verteilt geschaut, weil ich immer nebenher ein bisschen was anderes noch gemacht habe. Und ist tatsächlich ein Film, wo man wunderbar gut Pause machen kann und dann einfach wieder einsteigen kann. Es ist das mutmaßliche Ende der John Wick-Reihe. Mutmaßlich deswegen, weil man steht, ja, also das ist, ja, es ist halt wie so oft, man steht nachher am Ende da und sagt so, ja, ist es jetzt so oder ist es nicht so? Viel Facepalm, viel Action, ganz coole Kampfchoreos, unglaublich stabile Anzüge, unglaublich beschissene Schützen, muss man auch noch sagen. Also wenn man so, die schießen eher so wie Stormtrooper in Star Wars teilweise. Manchmal Keanu Reeves fand ich manchmal ein bisschen hölzern, muss ich auch sagen. Und natürlich als großer Gegner einen Blinden, der einfach alles niedermetzelt. Ja, okay, sag ich mal. Ja, das mit den Blinden, also das war ja wohl der größte Coup, den sie da gelandet haben. Hey, wir brauchen jemanden, der sich diesem wirklich unbesiegbaren Typen entgegenstellt. Lass uns einen Blinden nehmen. Ja, genau. Also, und das ist genau das, wo ich sage, wahrscheinlich war man da jetzt an dem Punkt, wo man das Rad einfach überdreht hat. Was ich gut fand, ist, der Hund stirbt nicht. Der ist ja im ersten Teil schon gestorben. Ja, aber diesmal stirbt der Hund nicht. Und das ist auch ganz cool so. Das ist nämlich auch eine relativ wichtige Szene, wie ich finde. Und ja, es ist ein netter Zeitvertreib, wenn man zu viel Zeit hat und nicht so viel Aufmerksamkeit einem Film schenken möchte. Einfach was zum Nebenher laufen lassen, da verpasst man nicht so viel, storytechnisch sowieso nicht so viel. Deswegen 5,5 von 10 Punkten von mir. Gerade mal nachgeschaut, John Wick 3 hast du noch 8 Punkte gegeben. bei uns auf der Seite, jetzt gucke ich gerade mal, was ich für John Wick gegeben hatte, denn ich fand ihn nicht gut. Ja, ja. Ich finde es gar nicht. Was ist denn das? Hier steht zwar mit drin, bei Folge 767, Pearl hatten wir da auch, The Dive, The Flash, DC League of Super Pets, Geheime Anfänger. Hä?
Habe ich gar keine Wertung hier. Das sind einfach nicht gewertet, weil er gesagt hat, nicht als Sternchen. ich weiß nicht. Ja, ich fand ihn auf jeden Fall auch nicht gut. Obwohl bei mir war noch ein bisschen Bonus drin wegen Paris und so. Aber der war einfach viel zu lang. Viel zu lang und viel zu dümmlich an vielen Stellen. Ja. Es war einfach nur, er geht dahin, gekloppe. Er geht dahin, gekloppe. Das ist wie bei so einem Computerspiel, wo du ein Level nach dem nächsten, okay, jetzt hast du dieses Set. Ja, genau. Zack. Aber gut fand ich auch, wie nah kannst du mich an Sacré-Cœur ranbringen? Hm. Ja, warte, ich setze dich einfach am anderen Ende von Paris ab. Hm. So, what? Oh, Mann. Aber ja, so ist das manchmal. Es ist ein ganz netter Zeitvertreib, aber that's it dann auch. Tja. Punkte hast du schon gesagt, ne? Oder? 5,5. Ja, ich kann es gerne nochmal wiederholen. Dann gehen wir nochmal in den Serienbereich rüber. Mal gucken, was es da so Schönes gibt. Ich habe übrigens mittlerweile rausgefunden, der hat, Milady hat keinen Starttermin aktuell in Deutschland. Deswegen stand das hier auch nicht drin. Vielleicht kommt ja noch der Starttermin. In Frankreich ist der jetzt Anfang Dezember gestartet. So, dann Serien. Serien. Ich mal gespannt über Electric Dreams, was das denn ist. Das ging komplett an mir vorbei. Das ist schon total alt. Das ist von 2017. Und Electric Dreams ist eine britische Science-Fiction-Anthologieserie, die auf Kurzgeschichten beruht, die Philip K. Dick geschrieben hat. Und zwar schon in den 50er Jahren. Ja. Der hat ja auch andere Sachen geschrieben noch, zum Beispiel Minority Report, Blade Runner. Ja. Hm. Und das ist quasi vom System, von der Art her, was wahrscheinlich am meisten Leute damit klarkommen ist, das ist quasi wie Black Mirror. Also du hast hier in dem Fall 10 einzelne Folgen, die sich jeweils mit irgendeinem Sci-Fi-Thema beschäftigen, wie irgendwie Zukunft, alles ist automatisiert, irgendwas geht kaputt und plötzlich stehen die Leute da und können nicht mehr weitermachen und so. Also es sind lauter so Sci-Fi-Hirngespinste, die er mal irgendwann aufgeschrieben hat. Und daraus wurden eben 10 einzelne, für sich abgeschlossene Episoden gedreht. Und was natürlich durch Black Mirror viele schon kennen, ja, ist hier aber nochmal ganz anders. Also es gab nichts, wo ich gedacht habe, so eine Idee hatte ich schon bei Black Mirror gesehen. Ah, okay, das erinnert mich jetzt an die und die Black Mirror-Folge. Gar nicht. Also das ist wirklich wieder komplett neue Ideen gewesen. Ich weiß auch nicht, was es erst gab. Ich weiß gar nicht, von wann ist Black Mirror? Wann kam die erste Staffel Black Mirror? I don't know. Electric Dreams ist auf jeden Fall von 2017 in Deutschland. Das erste Mal kam das dann 2018 raus, im Januar. Also alle, die die Geschichten oder die Gehirngespinste von Philip K. Dick mögen, sollten da mal reinschauen. Und alle, die die Black Mirror Staffeln so gut fanden oder das Prinzip dieser Staffeln sehr gut fanden, sollten da mal reingucken, weil das wirklich coole, neue, ich nenne es liebevolle Hirngespinste sind. Ja. Gut umgesetzt, britisch. Ja, also man merkt so ein bisschen, man erkennt auch den einen oder anderen britischen Schauspieler, der da mitmacht. Gefällt mir gut. Also hat mich richtig in den Bann gezogen. Ich habe die 10 Folgen auch am Stück geguckt, einmal durchgeguckt. Richtig, richtig gut. Wo gibt's das? Jetzt hol ich mich ab. Netflix, glaube ich. Muss ich schon gucken. Okay. Muss ich kurz gucken. In der Zwischenzeit kann ich... Guck mal schnell bei werstreamt.es. Ja. Und ich habe auch mal den Namen gerade gegoogelt und habe festgestellt, da gibt es einen Film auch aus dem Jahre 1984, der ein totaler Flop war in den Kinokassen. Der heißt auch Electric Dreams. Der hat in den USA nur 2,2 Millionen Dollar eingespielt und hat damit richtig Verluste gemacht. Hat basiert quasi auf denselben Geschichten. Und hier stehen noch bei Hintergrund stehen ein paar coole Sachen drin. Nämlich die Synchronstimme für eine der Personen wird in der deutschen Version gesprochen von Stefan Remmler, Sänger von der NDW-Band Trio. Den Soundtrack, das klingt ganz interessant, bestritten populäre Künstler aus dem Jahr 84, nämlich Culture Club und Jeff Lynne.
Und der Track wurde von Giorgio Moroder komponiert. Das klingt zum Beispiel auch gut. Und als Sänger wurde Philip Oakley von Human League gewonnen. Und das klingt echt nicht schlecht. Ich glaube, ich muss den mal gucken, obwohl der wahrscheinlich scheiße ist, der Film. Aber das schreckt mich ja nicht zurück. Und, also die Serie kann man bei Prime Video klicken. Ah, Prime. Ist in der Flatrate enthalten. Ich muss echt mal gucken, wo ich den Film zu sehen kriege, ob es den auch irgendwo gibt. Den gibt es nirgends. Ich guck ja, der hat doch bei IMDb nur einen ganz lausigen Trailer in einer ganz beschissenen Qualität. Deswegen nehme ich mal an, den gibt es gar nicht in einer coolen, neu abgetasteten Version irgendwie. Ah, das wäre mal so ein Schläferz-Ding oder so. Nee, das stimmt ja gar nicht. Gibt's bei Plex, Electric Dreams, sogar gratis. Was ist denn, um Gottes Willen, Plex? Plex ist so eine Software, die habe ich hier bei mir auch auf dem Mediaserver laufen. Da kannst du auch aus frei verfügbaren, doch, steht hier sogar echt? Da, bei wer streamt ist. Okay. Ja. Gratis, bei Plex. Da kannst du zum Beispiel, wenn du zu Hause, da kriegst du das wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie ihr das macht, ich habe hier so einen kleinen Netzwerkserver, da habe ich so, was weiß ich, unsere Urlaubsfilme und so ein Zeug drauf und so ein paar gekaufte Blu-Rays, die ich mir gerippt habe, und dann kannst du Plex einfach, gibt es eine App für ein Smart-TV und dann startest du das und dann kannst du quasi dein eigenes Netflix zu Hause aufbauen. Und die haben auch in der Software frei verfügbare Filme drin, zum Beispiel den jetzt hier, habe ich gerade festgestellt. Die kannst du dann direkt aus dem Internet streamen, halt nicht von deinem eigenen. Werde ich, glaube ich, mal gucken. Aber gibt es leider nur in der englischen OV, sehe ich hier. Das ist schade, ich wollte Stefan Remmler hören. Naja, mal gucken. Okay, ich habe auch noch einen mitgebracht. Kate, du wirst es gesehen haben, das stand ja bei uns im Dokument drin. Mhm. Und ich habe erst gedacht, oh Gott, was ist das denn? Last Exit, Schinkenstraße. Und die Hauptrolle spielt der eine Typ von dieser Serie von Amazon Prime, Discounter. Der den Marktleiter spielt bei Discounter, und die beiden Typen, Torben und Peter, die sind bei einer Band, die heißt irgendwie Boarding Time oder sowas, und da machen sie halt so, wie soll man es nennen, wenn hier irgendwo so eine Party ist, wo die dann so im Hintergrund ein bisschen so Synthesizer, ein bisschen Gitarre und so weiter, irgendwelche Coversongs nachspielen und ein bisschen was Eigenes so. Und da ist Charlie Hübner, der Chef von der oder der Bandleader, und der schmeißt sie dann kurzerhand mal raus, weil es eben nicht mehr so läuft. Und die beiden sind wirklich totale Dusel und kommen dann so auf die Idee irgendwie, dass sie vielleicht Ballermann-Songs machen sollten und vielleicht mal alles auf eine Karte setzen sollten, einfach mal hinfliegen und sie komponieren. Und vor allem das, was dann so komponiert wird, das ist eigentlich echt gar nicht mal schlecht. Also der kennt sich wirklich aus so mit Programmierung von Synthesizern und all sowas. Echt gar nicht schlecht, obwohl es jetzt überhaupt nicht meine Musik ist. Und dann gehen sie halt nach Mallorca und versuchen irgendwelche Gigs an Land zu ziehen, und ist natürlich alles auch schon relativ gesetzt, diese ganze Mallorca-Ballermann-Szene, und mischen das Ganze so ein bisschen auf, bekommen da auch so tatsächlich so erste Gigs, und dann werden sie auch unterstützt von jemandem, der die Songs noch ein bisschen aufpoliert, und strugglen sich da so durch, und das Ganze ist extrem getragen von so einer Art Ruhrpott-Charme, den die beiden mitbringen. Und ich habe erst gedacht, um Himmels Willen, also weil ich kann mit so Mallorca-Sachen überhaupt nichts anfangen. Aber die beiden, die spielen das echt so sympathisch und duselig, und dann sind auch so ganz, ganz viele Cameo-Auftritte drin. Zum Beispiel Bjarne Mädel ist dabei, H.P. Baxter, aka Scooter, Olli Schulz ist dabei, Rocco Schamoni und wie sie alle heißen. Ich will mal nicht alle verraten. Und das macht, der Mallorca hier, der Bekannte, oder Micky Krause, genau. Das hat echt Spaß gemacht. Ich habe die ganze Serie durchgebinged, weil ich fand das echt lustig. Ich dachte erst hier, der Alex von uns, der das reingedrückt hat, der wohnt natürlich im Ruhrpott gerade. Und was heißt gerade? Schon immer. Und hat da natürlich mehr Assoziationen zu den ganzen Leuten. Ist auch ab und zu mal auf Mallorca. Ich weiß nicht, ob der in solche Bars geht. Ich glaube nicht. Aber ich dachte mir, okay,
das wird wahrscheinlich ein Totalausfall. Ich gucke hier mal rein und kann dann wenigstens sagen, okay, ich habe mal reingeguckt und kann dann mit der nächsten Serie weitermachen, die wir gucken müssen. Und mir hat das so gut gefallen. Ich habe wirklich die ganze erste Staffel durchgebinged und es hat wirklich Spaß gemacht. Und ich bin auch gar nicht, es ist gar nicht so guilty pleasure-mäßig, sondern das ist eigentlich ganz gut gemacht. Wobei ich denke, dass rein von dem Titel her und von der Thematik her werden viele vielleicht gar nicht reingucken, weil sie denken, ach, das ist bestimmt scheiß, genauso wie ich es vorher gedacht hatte. Aber es ist wirklich sehr lustig gemacht und vermeidet diese üblichen Fettnäpfchen wie zum Beispiel irgendwie Palamann 6 mit Tom Gerd oder sowas. Also sowas brauchen wir hier nicht erwarten, sondern es ist eigentlich so eine Underdog-Geschichte von zwei Typen, die es versuchen irgendwie zu schaffen, extrem am Struggeln sind, aber dann doch irgendwie weiterkommen und dann passieren sehr viele lustige Sachen, tolle Cameo-Auftritte und wirklich eine Perle in dem Amazon Prime-Programm. Kann ich wirklich empfehlen. Bin gespannt, was dann auch Decatur dazu sagt, wenn wir dann Fortsetzung folgt aufnehmen. Nee, mach mir ein bisschen Sorgen, gerade ob du jetzt der König von Mallorca bist oder sowas. Auf keinen Fall. Auf gar Wann nehmen wir denn auf? Nächste Woche. Dienstag? Ja. Oh. Ja. Das... Kate, tu jetzt nicht so überrascht, das ging wochenlang hin und her. Wann nehmen wir auf und welche? Ja, aber man muss dazu sagen, es war nicht klar, dass ich da dabei bin. Ach so. Weil meistens bin ich ja nur ein Ersatz für jemanden. Ach so, jemanden. Das weiß ich nicht. Das können wir aber noch abklären. Aber du kannst ja mal bei... Habe ich wohl heute noch was zu tun. Du kannst ja mal bei ich will's jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, wie voll wir sind. passt ja auch zu Last Exit. Nee, aber du kannst ja auf jeden Fall mal reingucken. Das ist echt gut. Bei Percy Jackson hast du ja sowieso reinguckt. Und ja. The Rising, was auch drankommt, ja, das habe ich auch gesehen. Wie viel hast du davon gesehen? Relativ viel. Und ich muss sagen, nachdem es holprig angefangen hat, wird es richtig gut. Gibt's auf Sky. Mehr sage ich erstmal dazu nicht. Also den Rest gibt's bei Fortsetzung folgt dann. Und tun Sie mal nicht so überrascht, junge Dame. Ja, ich bin hier kein vollwertiges Castmitglied, so wie jetzt, hier. Ja, ich bin da ja nur Gast meistens. Jetzt bin ich mal gespannt auf, oder jetzt seid ihr bestimmt alle gespannt auf meinen Musiktipp. Music. Aber ich nicht, weil ich habe ihn gelesen. Ah, ja. Ich meine ja nicht euch, ich meine die geschätzten HörerInnen. Du hast gesagt alle und alle werden alle. Und damit mathematisch gesehen ist es schon raus. Es gibt kein Gegenbeispiel. Kein Ballermann-Hit, obwohl die Hits, die selber machen in dem Film, die verfangen wirklich im Ohr. Ja. Kann ich nur empfehlen. Aber ich mache von Joff Easy Chair, packe ich mal rein. Habe ich auch in irgendeinem Film letztens oder Serie war das. Deswegen. Ich habe einen brandneuen Release von 2024 von Sum 41, Landmines. Okay. Und ich pack drauf von Hiro und Ness, Jetzt weinst du. Das ist nicht der Song von Echt, nehme ich an. Nee. Nein. So, das packe ich jetzt mal hier alles drauf. So, der erste ist schon. Außerdem heißt der Sag mal, weinst du. Ja, gibt es übrigens eine sehr gute Doku. Ja, hast schon mal gesagt. Ja, und auch eine Viva-Doku, die ist auch sehr gut. Oh, ich habe gestern, das mal so kurz off-topic, ich habe gestern eine Doku gesehen und war komplett schockiert. Auf Sky gibt es eine Dokumentation über Kanye West und dem seinen krassen Absturz in falsche Richtungen. Okay. Kann man sich mal reingucken, auch wenn man eigentlich nichts damit am Hut hat. Mich hat's voll weggeflasht. Also der Typ ist komplett abgedreht. Der ist durch, ja. Tschu, also komplett. Das brauche ich mir nicht angucken, weil das habe ich irgendwie gefühlt live mitbekommen, das Ganze. Das ging in meiner Filterbubble so ab damals. Ja, in meiner ging es komplett unter. Ja. Deswegen. Ja gut, Taylor Swift-Bubble ist halt. Außerdem, alle Taylor Swifties hassen Kanye West. So. Ja, wegen dem Auftritt damals. Ne? Ja, das macht man auch nicht. Was denn für ein Auftritt? Der hat, die hat einen MTV Music Award gewonnen, glaube ich, einer ihrer ersten vor zig Jahren. Und während ihrer Dankesrede ist auf die Bühne gekommen, hat ihr das Mikro aus der Hand genommen und hat gemeint, dass das alles falsch wäre und Beyoncé hätte das beste Video von allen und keine Ahnung. Okay. Und Taylor stand nur so da, so. Das macht ihn jetzt gerade wieder sympathisch, so. Muss ich sagen. Hey! Erst nur, weil du Beyoncé-Fan bist. So nehme ich. Genau. All the single ladies. Na gut, ja. Da machen wir hier mal Knopf dran. dann
ja, ich glaube, die meisten müssen nächste Woche, die erste Woche wieder arbeiten. Also startet gut rein, gute Nerven. Wir hören uns dann nächstes Wochenende wieder. Und bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Bis bald im Kinocast.